Die Iren haben mit klarer Mehrheit den neuen europäischen Fiskalpakt gebilligt. Dieser Fiskalpakt führt strenge Regeln zur Schuldenbekämpfung ein. In der Volksabstimmung sprachen sich 60% der Wähler für die Beteiligung Irlands aus. Es war die einzige Volksabstimmung in allen Ländern, die den Pakt umsetzen wollen. Von einem kräftigen Signal spricht der Regierungschef. Irland meine es ernst mit dem Kampf gegen die wirtschaftlichen Probleme. Dieser Vertrag werde nicht alle Probleme lösen, aber er sei einer von vielen Grundsteinen für eine auf Dauer festgegründete Wirtschaft. Die großen Parteien sind für den Fiskalpakt. Widerstand kommt von links und von den Gewerkschaften. Die Regierung habe gezeigt, dass sie dem Volk nicht zuhöre, sagt ein Abgeordneter der linken Sinn Féin-Partei. Dabei teile das Volk doch sehr deutlich mit, dass es genug von den Einsparungen habe. Man müsse an sich in eine andere Richtung, aber leider führe dieser Sparvertrag zu noch mehr Einsparungen. Auch ein Nein der Iren wäre diesmal aber folgenlos geblieben. Der Fiskalpakt braucht keine Einstimmigkeit.